SharePoint-Podcast, Ausgabe 373 vom 31. Juli 2017. Heute heißt es Sommerinterviews, Vancouver Calling, zu Gast Oliver Wirkus. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, Sommerzeit, Interviewzeit und jetzt geht der Gruß weit über den Teich rüber ins ferne Kanada. Hallo Olli. Hallo Michael, schöne Grüße aus dem schönen sonnigen Kanada. Ja, Vancouver Calling heißt es hier und für alle, die dich bisher hier noch nicht gehört haben, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Oder ja, ich habe in Deutschland lange, fast 10 Jahre als SharePoint Consultant gearbeitet und dann irgendwie haben wir, meine Frau und ich, diese etwas seltsame Idee geboren, zu sagen, na komm, jetzt lass uns mal nach Kanada rübergehen, das ist so ein schönes Land und lass mal gucken, ob wir hier drüben auch Fuß fassen. Ja, das Ganze ist vor fast 2,5 Jahren jetzt geschehen. Ich lebe und arbeite im schönen Vancouver und wir haben ein schönes Haus gefunden, ein bisschen östlich von Vancouver, oben auf dem Berg, direkt am Wald mit relativ viel Wildlife, relativ viel Bären dieses Jahr, aber ja, es gefällt uns hier drüben immer noch sehr gut. Genau, und für alle, die sich darüber ein bisschen genauer informieren wollen, einfach mal nach Vancouver Calling gucken. Da haben wir, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass wir das machen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ja, ja. Das vierte Mal. So, ihr habt ja gerade dick gefeiert in Kanada. 150 Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Richtig, genau, und? Ja, da war eine Riesenfeier über das ganze Land, in jeder Stadt, in jedem Ort war ein Riesenangebot an Feiern, viel Outdoor, was die Kanadier ja so wirklich so gerne machen, hat also alles draußen stattgefunden mit Spielen für Kinder, riesengroßes Barbecue, Sportveranstaltungen, in jedem Ort gab es ein Feuerwerk, also da war richtig was los. Also Kanada hat 150 Jahre richtig groß gefeiert. Habt ihr auch kräftig mitgefeiert? Wir haben ein bisschen mitgefeiert, das stimmt schon. Wir waren hier unten in Coquitlam und haben da ein bisschen mitgefeiert und mit den Kindern ein bisschen was draußen gemacht und uns das Feuerwerk angesehen. Ja, das ist ja super. Ja, lass uns mal auf Office 365 SharePoint und dieses ganze Thema kommen, was du ja auch in Vancouver, dem bist du ja treu geblieben. Du arbeitest ja auch bei, wie heißt deine Firma, bei der du arbeitest? Soft Landing. Soft Landing, genau. Ich beziehe mich mal so auf das, was wir zuletzt besprochen haben. Da hast du ja auch gesagt, im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja alle irgendwie so Cloud-verrückt und verliebt sind, sind die Kanadier eher so ein bisschen zurückhaltend, wie wir das auch hier in Deutschland sind. Hat sich denn da in den letzten Zeiten was geändert mit dem wachsenden Angebot, was wir auf Office 365 sehen? Ja, ich muss sagen, es hat sich ein bisschen was geändert. Also ich glaube, wenn man sich das ein bisschen genauer ansieht, man sieht eine leicht steigende Tendenz, aber prinzipiell gilt immer noch das, was wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erörtert haben. Die Kanadier sind da etwas zurückhaltend, was Cloud angeht, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, ein gemeinsamer Grund mit den Kunden in Deutschland ist sicherlich, dass auch die Kanadier ein bisschen vorsichtig sind, wo sie ihre Daten speichern. Mittlerweile haben wir das ja so, dass wir in Kanada auch 2 Datencenter haben. Das heißt, es ist möglich, dass man sein Office 365 ja auch in Kanada hosten kann. Von daher ist es ein bisschen besser geworden. Und so langsam nimmt das Thema Office 365 und Cloud hier drüben auch Fahrt auf. Wir haben in der letzten Zeit einige Migrationsprojekte gemacht. Witzigerweise, und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen erstaunt, wir haben in der letzten Zeit einige Migrationsprojekte von SharePoint 2007 nach SharePoint Online gemacht. Mhm. Also das hat mich dann etwas verwundert, dass 2007 immer noch relativ verbreitet, immer noch viel im Einsatz ist. Und das ist nicht so ganz trivial, so eine alte, ja, ist fast schon jetzt 10 Jahre alte Version von SharePoint rüber in die Cloud zu bringen. Ja, da gibt es immer so die eine oder andere Ecken und Haken und funktioniert manchmal nicht ganz so reibungslos, wie man denkt. Und wo ich jetzt häufiger drüber gestolpert bin, es ist dieses
etwas lästige 5000-Item-Limit in Listen. Also in den alten Versionen von SharePoint, gerade SharePoint On-Premises, da war das ja noch nicht so. Und wenn man da große Listen hatte und man hatte da 10, 20, 50.000 Einträge drin, dann war das ja nicht wirklich ein Problem, wenn man mal so von der Performance absieht. Aber wenn man natürlich versucht, solche Listen von SharePoint 2007 nach SharePoint Online zu bringen, dann stößt man relativ schnell darauf, dass es immer noch dieses unsägliche 5000-Item-Limit gibt, was meiner Meinung nach jetzt endlich mal abgeschafft gehört. Aber das waren so unsere Fallstrick, unsere Pferdefüße bei der Sache. Wenn du sagst, kanadische Datencenter, dann ist es aber genauso wie praktisch die Datencenter hier in Dublin und in Amsterdam. Das heißt, die sind nicht so wie die deutsche Cloud bei der Telekom, sondern das ist praktisch Microsoft, bloß die Location ist dann Kanada. Richtig, genau. Genau. Ja, gesagt, ihr habt dann auch alle die gleichen Dienste, die in der normalen Office 365-Welt vorhanden sind. Ja, normalerweise schon. Also als die kanadischen Datencenter gestartet sind, waren noch nicht alle Dienste verfügbar. Mhm. Ich bin momentan etwas überfragt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wirklich alle Dienste verfügbar sind momentan, aber sollten noch welche fehlen, bin ich sicher, dass die relativ zügig nachimplementiert werden. Also bisher merke ich nicht, dass wir hier irgendwelche Einschränkungen oder sowas haben. Ich denke aber mit 2007, ich glaube, da haben wir auch in Deutschland hier noch eine ganze Reihe von Installationen, die laufen, und die müssen sich ja auch so mal so langsam überlegen, wie sie dann auf die nächste Version umsteigen. Irgendwie ist ja da auch schon das Support-Ende, ist das nicht schon abgelaufen? Nee, es kommt jetzt noch, ne? Nee, Office, irgendein Support-Ende kommt jetzt im Oktober. Und der nächste Ende ist, glaube ich, auch absehbar, dass man da tatsächlich migrieren muss. Aber ich finde es ja schon interessant zu sehen, dass man dann eben nicht auf 2016 migriert, sondern sagt, na komm, dann gehen wir gleich nach SharePoint Online. Also ist da schon so eine Tendenz zu sehen, sich dann doch eher in die Cloud zu begeben, als dann nochmal das Ganze sozusagen mit lokalen Servern hochzuziehen? Ja, bei solchen Migrationen auf jeden Fall. Ich denke mal, die Kunden hier drüben überlegen sich natürlich auch, was sie machen. Wenn du eine alte 2007 Installation hast und sagst, okay, ich will da jetzt mal weg von, ich will das Ganze ein bisschen moderner machen, dann wird dir relativ schnell klar, okay, ich brauche eine neue Farm, ich müsste jetzt eine neue Farm mit 2016 aufsetzen. Die Hardwareanforderungen sind natürlich mehr als 2007. Das heißt, ich müsste eine ganze Menge in die Infrastruktur erstmal investieren, um eine Farm zu bekommen, die dem heutigen Standard entspricht. Die muss natürlich dann auch wieder gemanagt werden. Und wenn das ganze Ding dann läuft, dann kann ich anfangen, meine Daten zu migrieren. Mhm. So, wenn ich mir das überlege, dann kann ich natürlich auch weiter überlegen und sagen, gut, die Kosten, die ich jetzt für so eine neue Farm habe, wie sieht denn das aus, wenn ich diese Kosten jetzt zum Beispiel mit der Cloud vergleiche? Und es ist oftmals so, dass diese 2007er-Installationen kleineren, vielleicht noch mittleren Firmen vorhanden sind. Die großen haben das nicht mehr, aber die kleineren haben das oftmals noch, weil sie halt stark auf die Kosten gucken. Und gerade das Thema Kosten ist natürlich dann ein sehr interessanter Aspekt, wenn ich sagen kann, ich kann meine, nach der Migration, ich kann meine ganze alte 2007er Infrastruktur komplett abschaffen. Ich brauche das ganze Zeug alles nicht mehr, ich brauche keine Wartung, kein Backup mehr, ich schiebe das alles rüber in die Cloud und spare mir dadurch einiges an Geld. Wie macht ihr die Migration? Reichen da die Bordmittel aus oder setzt ihr auf externe Tools von Drittanbietern? Nee, wir machen das mit externen Tools. Also, wir haben jetzt Migration gemacht. Man kann es fast nicht Migration nennen. Das war ein sehr kleiner Kunde. Der hatte also wirklich 2007 hat das nicht wirklich genutzt, hat das eigentlich so als eine Art File-Share-Ersatz benutzt. Und ich glaube, da gab es eine Änderung im Management, und die haben dann gesagt, na gut, okay, lass uns mal in die Cloud gehen. Und für so eine einfache Sache, da brauchst du dann nicht unbedingt ein externes Tool. Da kannst du wirklich die Datei nehmen und fast schon rüberschieben. Bei den normalen Migrationen, also normalen Anführungsstrichen, nutzen wir natürlich externe Tools, klar. Habt ihr irgendein Preferred Tool, was ihr nutzt? Oder ist es so, je nachdem, was gerade irgendwie da ist oder was der Kunde auch gerne hätte? Oder? Letztendlich, ein Preferred Tool in dem Sinne haben wir eigentlich nichts. Wir haben relativ viel mit Metalogix gemacht. Wir machen aber auch viel mit, jetzt komme ich auf den Namen nicht, obwohl der Kollege hier gerade mal 3 Flugstunden weg sitzt von mir. Was ist denn BitTitan? Nee, wie heißt das Tool von Benjamin? Sharegate. Sharegate, danke. Genau, ja, Sharegate, stimmt, ja.
Genau, meistens, wie gesagt, Metalogix ein bisschen, ShareGate machen wir meistens. Mhm. Also wenn du mich nach einem Preferred-Tool fragst, dann wäre das ShareGate. Mhm. Aber ja, das sind so die beiden Tools mit dem. Und ich vermute, das ist dann auch immer gleich nicht nur mit einer einfachen Migration, sondern auch gleich mit einer Umstrukturierung und einer Umorganisation der Arbeitsabläufe verbunden. Richtig, ja. Genau. Da tun sich die Kunden am Anfang ein bisschen schwer. Sie kommen also meistens und sagen, ja, ich möchte jetzt meine Daten hier aus 2007 raushaben und ich hätte die gerne in SharePoint Online und mit möglichst wenig Aufwand und am besten 1:1, nimmt das Zeug, schiebt es rüber, spielt man das auf SharePoint Online und gut ist. Das ist allerdings, ja, das ist kein besonders guter Ansatz. Und da kommt dann immer so der Consultant in mir durch und ich versuche die Kunden dann meistens zu überzeugen oder ich überzeuge sie meistens auch mit Erfolg, dass es durchaus Sinn macht, sich mal Gedanken darüber zu machen, ist denn die alte Struktur, die ich in meinem 2007er, die ich jetzt seit 10 Jahren fahre, ist die denn immer noch aktuell? Müsste ich da nicht mal was ändern? Möchte ich nicht meine Daten vielleicht mal anders strukturieren? Wie sieht denn das aus mit Metadaten? Wie sieht denn das aus mit Informationsarchitektur, wie sieht denn das aus mit den ganzen coolen neuen Tools, die ich da jetzt habe, so wie Microsoft Teams oder Office Groups und solche Sachen, die möchtet ihr doch mit Sicherheit auch einbeziehen. Collaboration ist doch sicherlich ein Thema bei euch. Und dann startet das meistens mit ein paar Workshops, sodass wir uns mal Gedanken darüber machen, ja, wie sieht die Struktur aus, wie kann eine neue Struktur aussehen? Und relativ zügig kommt es dann bei den Kunden irgendwo zu diesem Aha-Effekt und sagt, hey, man kann ja heute eine ganze Menge machen und das, was wir damals gemacht haben, na, das war das Wissen, was wir damals hatten. Mit bestem Wissen und Gewissen haben wir unseren SharePoint so eingerichtet. Aber heute mit Office 365 und allem drum und dran, was ich da noch so habe, hey, da kann ich doch ganz andere Sachen machen. Mhm. Und so startet das meistens, dass man sagt, okay, warte noch einen Moment mit der Migration, lass uns erstmal ein bisschen Gedanken machen über Struktur, über Metadaten, wie setze ich meinen neuen SharePoint dann auf, möchte ich das ein bisschen mehr, ja, das große Stichwort hier drüben ist User Engaging haben, also möchte ich meine Mitarbeiter einfach mehr einbeziehen. Mhm. Weil, du weißt ja selber, so ein alter SharePoint, so 2007, das war meistens so eine Sache mit, ich packe meine Daten da rein und stelle sie meinen Mitarbeitern zur Verfügung, aber das war eigentlich, nichts weiter als eine bisschen bessere Bibliothek. Ja, da war also nichts mit Interaktion. Das war einfach nur ein zentrales Repository, wo ich meine Dokumente und meine Daten habe mit einer schönen Suchmaschine und dann steht das den Mitarbeitern zur Verfügung. Der heutige Ansatz ist natürlich da ganz anders. Heute ist da wesentlich mehr Interaktion drin. Wie gesagt, das ganze Thema User Engaging ist hier ganz anders aufgehängt und es wird halt alles viel moderner gemacht. Mhm. Ich habe gerade neulich, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, über das Thema Metadatenmanagement in SharePoint. Der sagte mir eigentlich ist es mit den Metadaten auch schon wieder überholt, weil eigentlich, und das ist ja so die Entwicklung, die man auch auf Office 365 sieht, ist in Office 365 ja mittlerweile so viel Azure drin und kommt immer mehr Azure rein, speziell dieses ganze Thema Cognitive Services, also automatische Erkennung von Inhalten, Texterkennung, Spracherkennung, Gesichtserkennung, Bilderkennung und was es da alles gibt, sodass ich in Zukunft mich vielleicht eher darauf verlassen kann, dass die künstliche Intelligenz im Hintergrund dafür sorgt, dass die Inhalte meiner Dokumente erkannt werden und wenn ich dann über die Suche gehe, die Metadaten quasi so aus dem Himmel herausfallen. Wie siehst du das? Das wäre schön, ja. Nee, sehe ich ganz genauso. Also der klassische Ansatz war ja immer noch zu sagen, ich mache mir hier meine Metadaten, pack das Ding in den Termstore, arbeite viel mit Content Types. Das ist auch heute immer noch der preferred way. Aus dem einfachen Grunde, die ganze neue Technologie bis die wirklich bei den Firmen ankommt. Und ich denke mal, nordamerikanische Firmen sind da wesentlich konservativer als Firmen in Europa. Das dauert hier alles ein bisschen länger. Und das ist so der alte Weg, wie man noch gearbeitet hat. Und so wollen wir auch erstmal weiterarbeiten. Und das ist hier alles ein bisschen schwierig, solche Sachen reinzubekommen. Ich gebe dir aber absolut recht. Metadaten, das ganze Thema Metadaten, das wird sich in naher Zukunft dramatisch ändern.
Es wird nicht mal so sein, dass wir immer noch die Metadaten von Hand eingeben, wenn ein neues Dokument in SharePoint hochgeladen wird. Da gab es immer noch diese Diskussion, wie viele Metadaten macht man denn da? Macht man 7, macht man 10? Welche davon sind optional? Welche davon sind required? Und so weiter. Ich glaube, das wird sich dramatisch ändern und gerade auch mit dieser Artificial Intelligence, so wie du es gerade sagtest. Ich denke zwar nicht, dass die Metadaten aus dem Himmel herausfallen werden, was mich gerade so ein bisschen an, ich weiß nicht warum, Asterix und Obelix erinnert. Aber ich denke mal, es wird so sein, dass die Metadaten vom System selbst erzeugt werden. Also jedes Mal, wenn du ein Dokument hochlädst, dann werden eben diese ganzen Cognitive Services rangehen, das Dokument scannen, regelrecht durchlesen, versuchen, Zusammenhänge herzustellen. Und wenn jetzt in relativ kurzer Zeit zum Beispiel mehrere Dokumente zum Thema SharePoint-Migration mit Client ABC hochgeladen werden und es dazu vielleicht noch ein Meeting irgendwo gibt, was ja auch dann von den Cognitive Services gescannt werden kann. Auf diese Art und Weise kann man dann Zusammenhänge herstellen und über diese Zusammenhänge wird es dann sicherlich die entsprechenden Metadaten geben. Ich sehe das genauso wie du, das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Aber wie gesagt, eingangs erwähnt, kanadische Kunden sind oder nordamerikanische Kunden sind sehr konservativ, was das angeht. Von daher werden wir sicherlich noch die nächsten paar Jahre Termstores einrichten und Content Types einrichten und Metadaten-Workshops mit Clients machen. Also, weil du gerade sagst, so mehrere Jahre. Ich finde ja, es ist unheimlich schnell geworden alles. Also die Innovationszyklen oder die Zyklen, mit denen neue Dinge kommen, werden immer kürzer. Und was kommt, ist immer komplexer. Also mir ist das jetzt gerade noch mal so bei Microsoft Stream aufgefallen, also dieser neuen Videolösung, die Office 365 Video ablöst. Mhm. Das ist ja jetzt auch in verfügbar. Man lädt also ein Video hoch und in Englisch und Spanisch wird automatisch dieses Video, wenn man es eingestellt hat, transkribiert. Das heißt, der ganze Text, der darin gesprochen wird, steht dann auch als Text zur Verfügung, ist komplett durchsuchbar. Und es wird eine Gesichtserkennung gemacht, wenn man das wünscht. Und dann kann man seine ganzen Videos inhaltsmäßig einfach auch komplett durchsuchen. Also das ist, und das ist sozusagen einfach da. Das muss man nicht erklären. Das schaltet man zwei Schalter ein und du lädst alles hoch und es ist alles da. So, und das sind jetzt, ich sag mal, das sind die Anfänge von AI, die man sieht. Da wird noch viel, viel mehr kommen. Wie kommt ihr denn damit klar? Oder wie ist, ich glaube, wenn man sagt, man hat ja jetzt noch ein paar Jahre Zeit, sich dran zu erinnern, in ein paar Jahren wird das ganz komplett anders aussehen. Und was in den kürzeren Zeitabständen jetzt immer kommen wird, gerade wenn du jetzt auch Kunden hast, die jetzt auf Office 365 nach SharePoint Online migriert sind, im Prinzip haben die das ja dann alle da. Im Grunde müssen sie nur ihre Lizenz aktivieren und den Haken setzen und dann steht das morgen schon zur Verfügung. Da gibt es ja im Grunde genommen auch keinen langen Deployment-Prozess mehr. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, sehe ich auch ganz genauso. Ich finde das auch eine super Lösung, die jetzt da Microsoft angeboten hat. Das, was du eingangs erwähntest, dass das alles so schnell geht, ehrlich gesagt, das ist mir manchmal nicht ganz so recht. Ich habe manchmal so das Gefühl, Microsoft ist damit ein bisschen zu schnell. Ich habe es gerade erwähnt, die nordamerikanischen Kunden oder viele von denen sind unheimlich konservativ. Und also ich als Consultant hier drüben, ich habe manchmal schon das Problem, den Kunden jetzt dann irgendwo das zu erklären, warum geht denn das jetzt hier alles so schnell und da schießen die neuen Services fast schon wie Pilze aus dem Boden. Man kommt da ja schon gar nicht mehr hinterher. Und wie soll ich das alles denn jetzt nutzen? Also es führt bei vielen Kunden einfach zu Verwirrung momentan, weil es einfach zu schnell geht und weil Microsoft auch nicht so richtig klar macht, wie die Sachen jetzt eigentlich so zusammengehören. Klar, es ist cool, dass ich jetzt dieses neue Streaming-Tool habe, was jetzt hier auch Filme durchsuchbar macht und so weiter. Alles super einfach. Das ist, wie gesagt, gerade es sind zwei Schalter, die man umlegen muss. Richtig. Ja, nur wie passt das Ganze jetzt in eine Unternehmensstruktur, in eine Unternehmensphilosophie rein? Lass uns mal noch mal 20 Minuten zurückgehen. Am Anfang haben wir gesprochen über 2007er Migration. Jetzt stell dir mal einen sehr konservativen Kunden hier drüben in Nordamerika vor, der immer noch 2007 einsetzt und der jetzt gerade mitten in den Überlegungen ist, ja, wie migriere ich das ganze Zeug denn jetzt auf SharePoint Online? Und wenn man dem jetzt dann auch noch sagt, hey,
Kollaboration. Es gibt Groups, es gibt Teams, es gibt Yammer, da gibt es diese neue Videoplattform. Dann gibt es jetzt hier dieses neue Microsoft Forms, mit dem du auch noch Surveys machen kannst. Das Coole an Office 365 ist jede Menge Services. Man kann alles Mögliche machen. Das ist alles frei verfügbar. Man muss es nur einschalten. Die fühlen sich, glaube ich, manchmal ein bisschen damit überfahren. Das ist einfach zu schnell und zu viel. Ich glaube, da fühlen sich wahrscheinlich alle, es gibt wahrscheinlich kaum einen, der sich dabei nicht überfahren fühlt, weil es ist ja wirklich so. Und es ist ja eben nicht wie früher, wo du sagst, oh, guck mal, da ist jetzt ein neues kleines Webpart hinzugekommen, da habe ich jetzt mal Zeit, mich mit zu beschäftigen. Sondern wie gesagt, da kommt ein Service, der im Grunde genommen unheimlich komplex schon ist, der ganz viele Möglichkeiten bietet, wo du wieder mal schauen musst, wie integriere ich den überhaupt in die bestehende Struktur, wie mache ich das den Leuten klar? Und wenn du jetzt sagst, na gut, dann warten die alle noch ein bisschen und dann kommen die vielleicht in 2 Jahren und sagen, jetzt wollen wir das auch noch machen, dann ist dieses Thema aber auch schon wieder seit 2 Jahren durch, weil der Aufmerksamkeitszyklus von Microsoft, der ist ja auch immer kürzer geworden. Ne? Also ich meine, was ich jetzt festgestellt habe, in den letzten halben Jahr hat so über Delve eigentlich kaum jemand mehr geredet. Das ist jetzt irgendwie da und das ist es, aber sonst war immer Delve was. Und ich weiß noch gar nicht, ob die Leute überhaupt alle mittlerweile auf Delve, oder heißt es überhaupt noch Delve, oder heißt es nicht schon mal My Analytics? Ich weiß jedenfalls nicht, dann war es durch. Und so ändert sich das so schnell hintereinander. Und ich habe die Keynote von der Inspire gesehen, von der Microsoft Partnerkonferenz. Und da hat der Microsoft jetzt dieses Microsoft 365 vorgestellt. Das heißt, es gibt jetzt in Zukunft ein Komplettangebot. Das heißt, Microsoft Office 365 plus Windows 10 plus die ganze Security Suite. Alles aus dem Päckchen, einmal als Enterprise und einmal als Business Suite. So, dann hast du alles aus einer Box und dann hast du das ja nochmal komplexer, weil da sind die ganzen Security-Funktionen drin, die man ja gerne hätte, weil es ja mal alles unsicher wird. Aber das ist ja wahnsinnig komplex geworden. Also ich meine, du musst es zwar nicht mehr administrieren, aber du musst es ja auch als IT-Abteilung, beziehungsweise wenn die IT-Budgets in die Fachabteilung gegangen sind, dann müssen ja die Leute, die da drin sind, zumindest das verstehen, worum es da geht. Also ich finde, das ist eine ziemliche Herausforderung, auch insbesondere für unser eins, die ja die Kunden berät, selber auf dem Stand zu bleiben und auf der anderen Seite aber auch dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, den Kunden richtig zu beraten. Absolut, ja, genau das ist das. Lass mich noch kurz eben zurückgehen, was du eben sagtest. Die Kunden in Kanada hin, die warten jetzt nicht unbedingt, sondern das ist ein ganz langsamer, kleiner Prozess. Das heißt, die fangen dann irgendwo an, kleinere, modernere Sachen jetzt ins Unternehmen reinzubringen, wie eben das ganze Thema Kollaboration. Ne? Und dann über das kommen sie dann vielleicht mal irgendwo jetzt auch in die Richtung Mobile Apps, dass das irgendwo mit reinkommt. Das ist ein langsamer, schleichender Prozess. So eine konservative nordamerikanische Company, die ist halt auch, was das angeht, ein bisschen träge. Da müssen solche Sachen erstmal regelrecht eingeführt werden. Das kann man nicht so einfach machen, wie man das in Deutschland macht. Da geht das alles ein bisschen schneller. Ich habe manchmal das Gefühl, deutsche Firmen und deutsche Mitarbeiter sind ein bisschen innovationsfreudiger. Das ist hier drüben alles ein bisschen langsamer. Also sie warten nicht, sondern das ist ein langsamer Prozess. Sie arbeiten sich langsam dahin. Und ich denke mal, sie kommen auch dahin, aber sie müssen halt gucken, dass sie ihre Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da hast du natürlich absolut recht. Die Sache fängt wirklich langsam an, richtig groß und richtig komplex zu werden. Und das nimmt gerade eines meiner Lieblingsargumente, nimmt mir dieses Argument weg. Ich sage halt immer zu Kunden, okay, wenn ihr jetzt über Office 365 nachdenkt, einer der großen Vorteile ist, das ganze Ding ist relativ einfach. Wenn ihr das mit eurer lokalen Infrastruktur vergleicht, das ist wesentlich einfacher zu administrieren. Es gibt ein paar Einstellungen, die muss man kennen. Eure Admins, die brauchen, das ist ein paar Tage Training. Dann haben die das eigentlich drauf und dann wissen sie, wie man so ein Office 365 am besten administriert. Und eben jetzt kommt dieses Microsoft 365 noch mit dazu, mit Sicherheitssuite und dem noch und das noch und das noch. Und irgendwann, ja, ich habe so gerade das Gefühl, mir geht eines meiner Lieblingsargumente flöten. Ja, also ich glaube auch mit Einfachheit ist das, wie gesagt, es ist schon toll, wenn das funktioniert. Ich meine, wenn du guckst, wie Teams funktioniert und so weiter, wie einfach du heute was integrieren kannst, oder auch wenn manchmal diese ganze Power-App
Linie anguckt mit Power Apps, Flow, Forms und Power BI. Wenn man sich überlegt, wie wir früher damals mit dem SharePoint Designer rumgefrickelt haben und wie kompliziert das alles war und wie nett und schön das heute geht, wo du sagst, okay, da hast du auf deinem Smartphone drauf, du hast auf deinem Tablet drauf, du hast auf dem Desktop drauf, alles ist miteinander vernetzt und verküdelt und das ist schon super, ja, aber dadurch sind natürlich auch eine Menge der ganzen Prozesse im Hintergrund, die muss man verstanden haben, damit man weiß, wie es geht und das dann eben auch noch so rüberbringen, dass der Benutzer dann auch noch damit arbeiten kann, wobei er hat dann eben die etwas hübscheren und besseren und angepassteren Oberflächen, die wir früher auch immer nicht so bieten konnten. Ja. Also, sag mal, wie ist denn das? Lass mich mal eine Frage an frag dich stellen. Mal. Wie ist denn das eigentlich so in good old Germany? Du hast gerade Power BI angesprochen. Also Power BI entwickelt sich hier drüben gerade zum, naja, ich will nicht so sagen Renner, aber ist eines der beliebtesten Tools in Office 365. Aus dem einfachen, kühlen Grunde, mit Power BI können die ganzen Managers und die ganzen Directors hier drüben und das ganze Executive Board, die haben eine relativ einfache Möglichkeit, sich Unternehmenszahlen anzugucken. Einfach heißt, es ist einfach zu bedienen, eben für die ganzen Execs. Die brauchen eben nur ihr Tablet oder ihr Smartphone und gehen dann da rein und zack, haben die neuesten Unternehmenszahlen. Sie wissen aber auch, dass das Aufbereiten dieser Zahlen, wenn man es einmal richtig eingerichtet hat, nicht mehr der riesengroße Act ist, wie er vielleicht mal vor 5 Jahren mal war. Also von daher entwickelt sich das regelrecht zum Renner hier drüben. Und ich erlebe es immer wieder, wenn man eben über Office 365 im Unternehmen spricht, dann kommt relativ schnell die Frage, ja, ich habe da gehört, da gibt es doch dieses coole Power BI und ich habe das hier bei einer anderen Firma schon gesehen. Ich war mit dem Director of so und so gestern Mittagessen und der hat mir erzählt, dass Power BI bei Ihnen jetzt im Unternehmen ist und dass er ganz einfach die Zahlen angucken kann. Und ja, und plötzlich wollen sie alle wissen, wie funktioniert denn das mit Power BI? Wie sieht denn das in Deutschland aus? Ja. Ist das auch so ein Renner? Ich würde mal sagen, so wenn ich das so richtig im Monitor und sehe, es wird wahrgenommen und es wird auch eingesetzt, aber es ist nicht so der ganz, ganz Top-Faktor, der damit geht, weil es natürlich voraussetzt, dass du auch schon sehr cloud-orientiert bist und dass du das dann auch entsprechend umsetzen kannst. Also insbesondere dann auch, wenn du siehst, was dann immer an diese Zusatzpacks kommt. Es ist doch jetzt dieses Pack rausgekommen, mit der du die ganze Office 365, wie heißt das, Analytics-Pack monitoren kannst. Was ja auch interessant ist zu sehen, wie schnell die Mitarbeiter die E-Mails abarbeiten und so weiter. Das gibt ja schon ein paar interessante Dinge. Da spielt dann immer bei uns hier, glaube ich, noch sehr stark dann auch das Thema Betriebsrat und Persönlichkeitsrechte und Datensammlung mit einer Rolle. Aber ja, ich glaube schon, dass dieses Thema der Selbstanalyse beziehungsweise des Selbstmachens von solchen Geschichten auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was auch in Deutschland verbreitet ist. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ist nicht das Top-Thema, über das gesprochen wird. Bei uns ist zurzeit immer noch das Top-Thema, ich glaube, das ganze Security-Thema und die Datensicherheit, dann das mit der Deutschland-Cloud, das hat, glaube ich, sehr viel vorangebracht. Nicht, weil die Leute alle in die Deutschland-Cloud migrieren oder dahin gehen wollen, sondern weil sie sich jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen müssen, was gibt es denn eigentlich für ein inhaltliches Angebot in der Cloud? Und dann habe ich jetzt bei dem einen oder anderen auch schon gehört, nachdem man sich dann mal mit den Inhalten beschäftigt hat und dann auch mal die Kosten nochmal verglichen hat, dass man dann eigentlich zu dem Punkt gekommen ist, naja, eigentlich können wir dann doch in die Standard-Cloud gehen und brauchen gar nicht dieses Office 365, was in Deutschland gebaut ist. Das ist, glaube ich, das, was jetzt auch in Deutschland das die Diskussion echt beschleunigt hat, dass man sich eben heute eigentlich nicht mehr rausreden kann, das geht aus Security- und Compliance-Gründen nicht, weil dann habe ich diese Möglichkeit, in die Deutschland-Cloud zu gehen, sondern ich muss mich tatsächlich damit beschäftigen und dann kriegen wir da, glaube ich, ein bisschen eine wesentlich rationalere Diskussion hin. Also das ist das, was ich so im Moment sehe. Auf der anderen Seite, wenn du mit Partnern sprichst, dann sagst du, ja, wir machen jetzt auch noch ganz gute SharePoint Online, On-Premise-Projekte und so weiter. Also das ist nach wie vor auch noch ein Thema, was immer geht. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich die ganzen Veranstaltungen oder so Webcasts verfolge, die dann zeigen, oh, was wir alles mit Power-Apps und gerade sowas machen und so weiter und so fort, dass das auch noch ein schönes Thema ist, was hauptsächlich von
Early Adoptern und Nerds besetzt ist, aber ich sag mal so, die breite Masse bei weitem noch nicht erreicht hat. Da ist noch ein ganz weiter Weg zu gehen, bis das wirklich dann auch mal in der breiten Masse in Unternehmen verwandt wird, obwohl man damit eben sehr viel Interessantes und Schönes machen kann. Ja, ich denke mal, das wird auch kommen. Also gerade das Thema Power Apps. Power Apps war ja bisher eigentlich immer so eine Sache. Ja, ich habe da so eine schöne. Wie hast du es früher mal gelernt mit deinen Vorträgen bezüglich SharePoint Designer? No Code Lösung. Ja, genau. So ähnlich ist das ja mit den Power Apps eigentlich auch gewesen, sage ich mal gewesen, weil der Fokus war ja bisher auf eben mobilen Endgeräten. Nur das, was Microsoft jetzt vor einer Weile angekündigt hat, das ist, denke ich mal, sehr interessant und das wird auch für viele der Kunden hier drüben in Nordamerika interessant sein, nämlich dass du Power Apps auch nehmen kannst, um seine eigenen Forms in SharePoint unterzubringen. Das wird, denke ich mal, ich will nicht sagen ein Renner werden, aber ich denke mal, es ist ein riesengroßer Bedarf hier drüben da, denn viele Companies, die sind ein bisschen unglücklich mit dieser aktuellen Geschichte da in SharePoint. Ich hab meinen Classic View, ich habe den Modern View, diese ganze Umschalterei. Wenn ich auf Classic View habe, dann sehen meine Bibliotheken so aus, im Modern View sehen sie so aus. Und wenn ich mir jetzt in die ganzen Modern Pages nochmal angucke, oder alles das, was Microsoft jetzt momentan in der Pipeline hat, oder auch diese neuen Communication Pages. Ja. Genau, da sieht das ganze Ding ja wieder alles anders aus. Von daher, ich denke mal, gerade Power Apps, wenn das mal soweit ist, dass man damit seine eigenen Formulare erstellen kann, dann wird Power Apps sicherlich, ich will nicht sagen Renner, aber doch zu einer interessanten Lösung werden. Denn ich merke, das ist hier drüben eigentlich ein Feature, was immer wieder nachgefragt wird. Und ich scheue mich momentan wirklich davor zu sagen, ja, kann man machen, aber wartet einfach noch, Power Apps wird kommen, dann könnt ihr das alles in Power Apps machen. Wenn ihr das jetzt unbedingt machen wollt, dann guckt nach Drittanbieterlösungen. Da habe ich natürlich momentan auch mal so ein leichtes Grummeln in der Magengrube, wenn ich das sage. Oder Infopath vorschlagen, macht, glaube ich, keiner mehr wirklich. Ja, aber gut, ich meine, es ist klar, eine Formularlösung, ich denke mir, das wird bei uns in Deutschland auch gut gehen, weil natürlich vieles an Workflows und Geschäftsprozesse angeknüpft ist und da seine eigenen Formulare zu bauen, einen besseren Formular, das war ja auch immer schon früher ein Ding, was man sehr viel mit dem SharePoint Designer gemacht hat oder ähnliches, das ist, glaube ich, etwas, was auch uns hier in Deutschland liegt und was sicherlich auch dieser Lösung den Weg bereiten wird. Und da hat ja Microsoft mit Forms jetzt auch schon, sagen wir mal, das war ja erst nur im Edu-Bereich vorhanden, aber kommt doch jetzt mittlerweile auch über das ganz normale Office 365, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Es wird ausgerollt, es ist in manchen Tenants schon verfügbar. Wobei das natürlich ein bisschen in die andere Richtung geht. Also Forms geht ja jetzt mehr in die Richtung Umfragen, Surveys und solche Sachen. Das ist ja nicht unbedingt der klassische Formulardesigner in dem Sinne. Ja, klar, aber vielfach sind es ja auch gerade diese kleineren Dinge, die man bisher eben ja auch nicht irgendwie machen konnte. Aber ich weiß, vielfach hat noch in SharePoint hatte man ja auch seine Surveys und hat die mal gebaut. Aber wie gesagt, da fehlt noch eine Ecke und die praktisch mit diesen Lösungen zu füllen, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe übrigens neulich gerade für ein Webinar, habe ich mich tatsächlich mal ich habe ja immer diesen Microsoft 90-Tage-Demo-Tenant und habe da mal wieder von Grund auf so eine Lösung gebaut mit zwei, drei Bibliotheken, mit zwei bestehenden Sites und so weiter und so fort und war dann doch etwas, was du gerade so schön sagst, überrascht beziehungsweise etwas schockiert, wie krautig das tatsächlich sein kann, wenn man in diesen Bibliotheken dann immer zwischen diesen modernen Views, den alten Views, und dann hast du in verschiedenen Seiten wieder verschiedene unterschiedliche Ansichten drin und so weiter. Das ist, wenn ich da mal so unbedarft rein springe in die Seiten, kann schon etwas verstörend sein für die Benutzerführung, muss ich sagen. Das ist noch nicht so besonders, da noch nicht durchgehen. Da muss man doch, glaube ich, eine Menge an Aufräumarbeit machen, sodass es dann nachher überall möglichst einheitlich aussieht. Das fand ich etwas sehr krautig, wie man so schön sagt. Ja, und wenn du jetzt überlegst, wie bringst du das in ein Unternehmen? Ja. Wenn jetzt, machst du das in so einer Art Big Bang Lösung, schaltest du plötzlich alles irgendwo um? Das wird die Mitarbeiter mit Sicherheit verwirren. Machst du das jetzt hier von Department zu Department?
ja, dann ist sicherlich die bisschen sanftere Lösung, aber wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die jetzt für unterschiedliche Departments oder mehrere Departments arbeiten, ja, die sind dann, die müssen dann wirklich lernen, mit beiden zu arbeiten. Das ist ein ziemlich langer Prozess, bis ich das mal, bis du mal so ein großes Unternehmen von dem Classic View auf den Modern View gebracht hast. Und es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, das gegenüber einem Kunden zu argumentieren. Was mir auch aufgefallen ist, dass ja im Prinzip dieses ganze Thema Customization von Designs eigentlich, das ist eigentlich nicht mehr gewünscht, beziehungsweise ist eigentlich durch, weil das, was man jetzt sieht, auch mit den Communication Sites, da hat man jetzt so Möglichkeiten, das anzupassen und einzurichten, wobei ich das jetzt auch noch, ich sag mal, so eine gute Version 1.0 finde, da ist auch noch viel Luft nach oben. Aber so dieses ganze individuelle Anpassen mit Corporate Identity und Styling und so weiter, das ist eigentlich durch, oder? Das macht man heute nicht mehr. Das ist durch. Nee, das hast du recht. Das ist wirklich, ja, ich will nicht sagen durch, aber das wird kaum noch nachgefragt. Hast du recht, wenn man sich mal die alten Installationen so 2.7, 2.10, 2.13 anguckt, dann war das erste oder eines der ersten Dinge, die Kunden immer wieder haben wollten, ja, das muss aussehen wie mein Unternehmen. Ich will nicht nur das Logo links oben haben, ich will auch die Farben, die Schriftarten, das muss richtig toll aussehen. Also SharePoint Branding war vor, ich weiß nicht, 5 Jahren noch ein Riesenthema. Nur mittlerweile, da hast du recht, hört man kaum noch. Es reicht den Kunden wirklich, wenn da oben ihr Logo drin ist. Und ja, ich meine, wenn der Kunde normalerweise, ich sage jetzt mal, eine mehr oder weniger grüne Farbpalette irgendwo verwenden will, okay, dann schaltet man die Standard Office 365, ist alles so ein bisschen rötlich, um auf Richtung Grün. Und dann hat sich das eigentlich. Naja. Wesentlich mehr ist halt heute eigentlich gar nicht mehr. Naja, und vor allen Dingen bei diesen vielen, es ist ja auch nicht so, dass diese ganzen Funktionen, diese ganzen Apps, die es in Office 365 gibt, die gehen ja auch nicht von einer einheitlichen Design aus. Also in Teams wirst du auch nicht irgendwie besonders stylen können, weil es ist irgendwie relativ strikt vorgegeben. Yammer auch nicht. Wenn du dann mal guckst, so Microsoft Stream, das ist, sieht zwar so aus, aber hat auch wieder eine ganz andere URL. Da ist ja ich finde es immer bewundernswert, wie das alles funktioniert und wie es dann trotzdem alles noch miteinander spielt. Aber du merkst ja schon, dass da sowas wie ein einheitliches Design ausrollen, das ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich. Das geht auch gar nicht. Also ich meine, auf der anderen Seite sagen immer Leute, wer hat denn schon mal jemals mein Outlook designt? Ne? Also das hat ja eigentlich auch keiner gemacht und da arbeiten die meisten drin. Also das Einzige, was dann eben noch bleibt, sind so halt die klassischen Abteilungsseiten und für die wird es ja jetzt wohl die Communication-Sites geben, auf denen man dann halt auch in diesem Umfang unter dem Dach von SharePoint Online, Office 365 die Möglichkeit hat, das dann etwas besser zu gestalten, aber eben auch nicht mehr so pixelgenau, sondern man hat dann eben die Möglichkeit, besser lesbare, freundlichere Seiten aufzubauen, die dann mehr so einer Intranet-Portalseite entsprechen, als dem, was man so in den ganzen Apps wie Teams oder Groups dann mittlerweile wiederfindet. Ganz genau, ja. Ja. Ja, ändert sich alles. Tschüss, Designer. Das war's dann. Ja, was machst du denn in Zukunft? Kannst du dann nicht mehr mit Designer-Vorträgen kommen? Du, es ist extrem. Ich habe gerade vorgestern bei unserer Community eine Frage beantwortet. Da hat mich jemand gefragt nach einer Anpassung in einer SharePoint-Liste und weil er gerade Workflows gebaut hat, und habe ich gesagt, guck doch mal in meinem 5 Jahre alten Webcast nach, den ich da gemacht habe. Ja. Und da hat er reingeguckt und hat gesagt, wunderbar, es hat sein Problem gelöst. Also sag nicht, dass die Leute damit nicht arbeiten. Das Ding ist, nein. Das sind 2 Stunden gut investierte Zeit gewesen, weil diese einzelnen 7 Kurse, ich glaube, die sind jetzt so um die 8000 Mal abgerufen worden. Und immer wieder finden sich Leute, die sich das angucken und die dann einfach auch Feedback geben und sagen, oh, guck mal, das hat mir tatsächlich noch geholfen. Ja. Noch funktioniert das. Noch funktioniert es. Ja, wie sieht's denn bei der Firma Softlanding aus? Wie kräftig arbeitet ihr denn mit Office 365 und den neuesten Tools? Ist das dann auch eher so, naja, ein paar gucken wir mal rein, aber unsere alltägliche Arbeit machen wir so mit den Standard-Tools, die wir gewöhnt sind, oder kommt da auch relativ schnell der Wunsch nach, das wollen wir auch haben? Ja, es gibt doch diese schöne alte Sprichworte. Ja, ich weiß, was der Schuster ist derjenige mit den schlechtesten Schuhen, ne? Ja. Oder so ähnlich. Ich glaube, so ähnlich ist das auch hier. Also von Berufswegen
schauen wir uns natürlich diese ganzen Sachen an und wir haben auch diverse Demo-Tenants, die wir verwenden, um die Sachen herauszufinden, wie denn das alles nun läuft, dass wir Strategien da entwickeln, wie bringt man das einem Kunden näher, wie können wir Sales unterstützen, dass unser Sales-Team so ein bisschen Wissen darüber hat, wie das ganze Ding jetzt einfach zusammenhängt und wie man die ganzen neuen Tools da jetzt mit reinbringt. Also in Richtung Wissensaufbau machen wir da schon eine ganze Menge. Nur, ich muss zugeben, intern arbeiten wir eigentlich immer noch sehr klassisch. Da ist also relativ wenig mit neuen Tools. Wir fangen jetzt gerade an, dass wir Teams verwenden, also Microsoft Teams verwenden, um internen Gruppen bei uns eine Plattform zu geben, um eben neue Technologien auszuarbeiten oder zusammenzuarbeiten oder weiterzubringen. Ein klassisches Beispiel ist, ich bin ja immer noch einer derjenigen, der das ganze Thema App Modernization, also das Zusammenbringen von SharePoint und Azure und Azure Development und Custom Applications in Azure sehr, sehr promotet. Und ich habe da jetzt auch bei uns so eine Gruppe eingerichtet in Teams und habe einige meiner Kollegen dazu eingeladen und gesagt, gut, pass auf, lass uns mal hier mit Teams zusammenarbeiten und lass uns mal gucken, wie wir dieses Thema jetzt ein bisschen weiterbringen, wie entwickelt man daraus jetzt eine Sales-Strategie und so weiter. Also dafür wird das schon verwendet, aber dass man jetzt wirklich hier freudestrahlend und mit lautem Hurra auf die neuen Tools gehen, das kann ich eigentlich nicht so sagen. Nee, also wir dachten, Microsoft Teams ist jetzt gerade so ein bisschen im Kommen bei uns. Wir verwenden immer noch viel Yammer, allerdings auch eben nur, um hier Neuigkeiten zu verbreiten, um nicht jetzt hier das Ganze, um sich hier neue interessante Blogposts jetzt nicht per E-Mail zu verbreiten, sondern das wird über Yammer verbreitet. Mhm. Aber ansonsten, sagen wir so, das machen wir eigentlich vergleichsweise wenig. Ja, das stimmt. Naja, aber was ich gerade in deinem Nebensatz so gehört habe, ist das, was ich auch festgestellt habe, wenn man heute, ich sag mal so, du bist, ja, würdest du dich bezeichnen, du bist Consultant mit bisschen Programmier oder einigem Programmierhintergrund, Background? Es ändert sich. Also du weißt ja, ich habe angefangen als SharePoint-Developer. Das war da irgendwo so eine Art schleichender Übergang mit relativ viel Development, ein bisschen Beratung, und das ändert sich gerade momentan ziemlich dramatisch in Richtung wesentlich mehr Beratung und wesentlich mehr Strategie und wesentlich mehr Sales-Unterstützung, und zum reinen Development komme ich eigentlich fast nicht mehr. Aber ich meine jetzt nicht reines Development, sondern aber diese Verknüpfung, dass Office 365 in deiner Beratungstätigkeit aber auch im Prinzip erfordert, trotzdem sich zum Beispiel mit dieser Azure-Plattform zu beschäftigen. Ja, und das heißt ja eben nicht nur die drei Schalter umzulegen, sondern eben auch zu wissen, hey, vielleicht bräuchte ich dafür meine Funktion, oder ich müsste mal diesen System programmieren, da müssten wir uns, wie du sagst, auch diese App bauen und das, damit das dann zusätzlich reingeht. Ja. Also dieses Erweitern des Wissens aus Office 365 in Richtung Azure, das halte ich mittlerweile ja auch für einen Ratschlag, den man vielleicht befolgen sollte, wenn man aus diesem Umfeld kommt. Siehst du das eben? Nee, absolut. Ja? Absolut. Wie gesagt, ich mache das ja mit diesem App Modernization jetzt schon fast im Jahr, dass ich sehe natürlich ganz stark den Business-Fokus oder die Vorteile für Unternehmen. Du weißt selbst, man kann SharePoint nehmen, man kann das Ding ein bisschen customizen, dann hat man ein relativ schönes Unternehmensportal, das kriegt man sicherlich hin. Aber so wie es darum geht, hier Line-of-Business-Applications in SharePoint zu integrieren, auch ein bisschen größere, dann brauchst du eine externe Plattform. Das geht nicht mehr so wie früher. Mach mir mal eben ein Webpart, mach mir mal eben eine Subsite oder pack da 3-4 Webparts drauf, die damit Daten jonglieren, und ich habe meine Business-Applikation. Das geht heute nicht mehr. Das muss man alles in Azure machen. Und das ist momentan mein persönliches Hauptthema. Also ich promote das hier drüben im ganzen Großraum Kanada jetzt hier schon arg, dass ich sage, okay, wenn ihr das machen wollt, und viele Unternehmen haben eben noch ihre alten Line-of-Business-Applications und die wollen die jetzt eben auch in SharePoint Online nutzen, dann muss man denen natürlich erstmal klar machen, ja Leute, so einfach geht das leider nicht mehr. Ihr habt eure alten Sachen noch, die kriegt ihr so in SharePoint Online nicht mehr rein. Das funktioniert leider nicht mehr. Gucken sie meistens relativ groß nach, aber Moment, ihr könnt das alles nehmen, was ihr habt,
einen Großteil davon, 80-85%, vielleicht sogar 90% weiterverwenden. Ihr müsst nur ein paar vergleichsweise kleine Änderungen machen, zieht das ganze Zeug auf Azure rüber. Technisch gesprochen ist, ihr habt eine alte Web-Applikation, die bei euch auf dem Server läuft, das Ding nehmt ihr und macht das Ding auf dem Server in die Cloud, dann habt ihr den ersten Schritt schon mal gemacht. Dadurch ist eure alte Line-of-Business-Applikation wieder verfügbar und ihr könnt die in SharePoint Online integrieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, den finde ich ja allerdings viel, viel interessanter, ist, wenn man sich mal anguckt, die immense Menge an Services, die Microsoft Azure momentan bietet. Ja. Da haben wir ja schon angesprochen, ne? Die Cognitive Services und so. Aber das ist ein Wahnsinn, was man da eigentlich alles an Services findet, wenn man sich die ganze Sache nur mal ein bisschen genauer anguckt. Und diese ganzen Services, die kann man nehmen, um eine existierende Business-Applikation zu modernisieren, modernere Funktionen hinzumachen. Und wenn es auch nur ist, meinen alten SQL-Server, den ich da habe, den ich mit allen möglichen Arten von Daten gefüttert habe, von irgendwelchen einfachen Adresssätzen bis hin zu Trainingsvideos, dass ich das Ding mal auseinanderdividiere und sage, okay, nur die Datensätze habe ich jetzt in meinem SQL-Server drin, die ganzen Trainingsvideos, die ganzen Multimedia-Sachen, sowas rum, die hole ich da raus, die packe ich so in Azure rein, da mache ich ein Blob-Storage von mir aus auf, wenn ich das unbedingt so haben möchte und packe die Dinger zum Beispiel da rein. Oder ich mache neue Funktionalitäten dazu, so ein Übersetzungsservice zum Beispiel. Ja? Oder das, was du vorhin angesprochen hast, die ganzen Cognitive Services, da kann man ja auch schon unheimlich viel machen. Ich kann Spracheingabe, Sprachausgabe, alles machen. Das ist alles verfügbar in Azure. Ich muss es einfach nur nutzen und ich muss es in meine bestehende Applikation einbauen. So, und wenn man dann mal Unternehmen zeigt, was dann da eigentlich alles möglich ist, dann gucken sie. Dann gucken sie und sagen, hey, das habe ich ja gar nicht gewusst, das ist ja cool und ich kann ja viel bessere Funktionen machen, ja, als ich mit deiner alten Business-Applikation habe. Ja, die dümpelt schon seit 5 Jahren, 6 oder 7 Jahren bei uns auf dem Server rum. Wir machen ab und zu mal ein kleineres Update, aber das ist jedes Mal ein riesengroßer Aufwand, wenn man da nur ein bisschen was in irgendeiner Form ändern will. Die sehen dann schon den Vorteil darüber. Und wenn man dann im Anschluss noch kommt und sagt, seht ihr, wenn ihr das macht, dann habt ihr eine modernere Applikation. Eure Kunden arbeiten viel lieber mit dem Ding. Jetzt könnt ihr noch einen oben drauf setzen und sagen, hey, ich packe da jetzt noch ein Mobile Interface dazu. Das heißt, ich ermögliche jetzt mein ganzes Executive Board von mir aus oder meine Mobile Workers, ich ermögliche es denen, mit ihrem Tablet oder mit ihrem Smartphone auch auf die alte, oder in Anführungsstrichen alte Business-Applikation zuzugreifen und sagen, hey, guck mal, ich kann das von unterwegs machen. Wow, cool. Und dann haben wir eben noch mal das Thema Power BI gesprochen und das ist dann meistens der letzte große Vorteil, dass man sagt, ich habe die Business-Applikation jetzt in Azure oben, ich habe mein Datenhaushalt unten ein bisschen modernisiert, ein bisschen angepasst und ein bisschen aufgeräumt und jetzt kann ich da wunderbar Power BI anschließen und sagen, gut, ich hole aus der Business-Applikation jetzt irgendwo meine Sachen raus, um meine wöchentlichen Zahlen irgendwo anzugucken. Und macht das alles noch hübsch und bunt. Genau, dann hat man das alles noch irgendwo hübsch. Und dann hat man meistens schon die IT-Manager und die Entscheider auf der richtigen Seite. Wenn man dann noch irgendwie schafft und mit den Developers das noch redet und den Developers dann nochmal schmackhaft macht und sagt, hier, Cloud Development, das ist doch eigentlich viel einfacher als das alte lokale Environment. Ihr habt da so coole Sachen in Azure wie Staging. Ihr könnt da eure Slots hin und her schieben. Ihr könnt eure Updates einspielen und eure Business-Applikation läuft weiter. Da gibt's keine Unterbrechung, da gibt's keine Downtime mehr. Wenn man die dann auch noch kriegt, dann hat man, glaube ich, eine richtig schöne Grundlage geschaffen, um eine alte Business-Applikation zu modernisieren. Und das ist das, was ich momentan hier seit bestimmt fast im Jahr promote. Ja, besser hätte man das gar nicht zusammenfassen können. Es bleibt viel Arbeit und die Arbeit geht nicht aus. Es gibt aber der Beratungsaspekt wird immer wichtiger, auch bei euch, wie ich das so sehe. Ja, absolut. Olli, es war mir ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich kann jetzt leider nicht die Platte Sommer Winter in Kanada? Nee, Sommer in Kanada kann ich leider nicht auflegen, gibt's nicht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer
Und wir haben einen sehr schönen Sommer hier, 25, 27 Grad, strahlend blauen Himmel, eine leichte Brise hier oben bei uns oben, hier oben auf dem Berg, also super angenehm. Also wenn ich das mit 30, 33, 35 Grad in Deutschland stellenweise vergleiche, ja, ich glaube, dann habe ich es hier gerade ein bisschen angenehmer. Ja, hier in Berlin geht es immer rauf und runter, mal warm, mal kühler, mal viel Regen. Wir hatten neulich so viel Regen hier in bestimmten Bereichen hier bei uns in der Gegend, hat es innerhalb von 24 Stunden so viel geregnet wie sonst in über einem halben Jahr. Das ist Schick doch ein bisschen Regen hier rüber. Ja. Du kannst echt ein bisschen Regen hier rüber schicken. Nicht unbedingt, weil ich jetzt hier Regen haben will, aber momentan haben wir hier einige Wildfires in British Columbia und die brennen halt schon etwas heftiger diesmal. Und die Firefighters hier, die hoffen sehr, dass es demnächst mal ein bisschen Regen gibt, aber das sieht für die nächste Woche oder ich fürchte auch für die nächsten 14 Tage jetzt nicht unbedingt so aus. Das heißt, die Jungs könnten echt ein bisschen Regen brauchen. Ja, und in Brandenburg puppen sie noch die Felder aus. So, so unterschiedlich sind die Welt. Olli, vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie einen schönen Sommer und wir werden uns dann zu gegebener Zeit natürlich wiederhören bei einem Vancouver Calling. Ah, sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Es war wie immer ein Vergnügen, ein bisschen Informationen aus Good Old Germany zu bekommen. Und für mich zeigt sich eigentlich immer wieder, so verschieden sind die Welten eigentlich gar nicht. Aber lass uns das auf jeden Fall weitermachen. Ich finde es super interessant. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.